mit dem Plektrum die richtigen Saiten treffen. Das ist gerade, wenn man noch nicht so lange Gitarre spielt, häufig ein Problem. Und da ich oft gefragt werde, wie man das trainieren kann, möchte ich dir im heutigen Video eine effektive Übung, meine Erfahrungen und Tipps zu dem Thema mitgeben. Los geht's! Hi, ich bin der Andi, ich spiele selber seit 22 Jahren Gitarre und habe meine musikalische Ausbildung mit pädagogischer Zusatzqualifikation am Music College in Regensburg absolviert. Seit mehr als 15 Jahren lebe ich vom Live-Spielen und vom Unterrichten. Und seit mittlerweile fast 6 Jahren betreibe ich diesen Kanal hier auf YouTube und habe damit schon mehreren Hunderten oder vielleicht sogar schon Tausenden Leuten im deutschsprachigen Raum geholfen, die Gitarre besser zu verstehen. Das Treffen der Saiten mit dem Plektrum fängt meiner Meinung nach schon weit vorher an, bevor man überhaupt einen Ton spielt. Und zwar hängt es mit der Haltung der Gitarre zusammen. Und ich möchte jetzt in dem Video überhaupt nicht zeigen, was die richtige Haltung ist. Meiner Meinung nach ist wichtig, wenn man für sich eine Haltung rausgefunden hat, dass man in allen Situationen versucht, diese Haltung zu reproduzieren. Das heißt, egal ob ich jetzt stehe oder sitze, ich will versuchen, dass meine Schlaghand immer im selben Winkel, in einer ähnlichen Position oder in derselben Position zu den Saiten liegt oder steht. Genau darum geht es ja, dass wir uns eine Position abspeichern und von da aus wissen wir, okay, hier ist die tiefe E-Seite, hier ist die A-Seite und so weiter. Und diese Position müssen wir immer wieder einnehmen. Das heißt, es bringt jetzt nichts, wenn ich da sitze und das Ganze so übe und jetzt treffe ich hier die einzelnen Saiten und dann sitze ich auf der Couch und halte die Gitarre auf einmal so und dann stimmt das alles nicht mehr überein. Oder ich stelle mich hin mit Gurt und dann stimmt es auch nicht überein. Das heißt, das A und O ist, dass man selber sich das abspeichert, wie ist meine Haltung und wie kann ich das immer wieder reproduzieren. Was da wahnsinnig hilfreich sein kann, ist ein Spiegel. Das heißt, dass man sich zum Üben immer wieder einen Spiegel aufstellt und so kann man seine Haltung kontrollieren. Denn wenn man so da sitzt und von oben drauf schaut, wie es ich jetzt hier gerade mache, ja, dann sieht man vielleicht manche Sachen nicht. Ist die Schulter zu hoch? Ist die Schulter anders? Habe ich die Gitarre weiter vorn, weiter hinten? Lauter solche Sachen. Also Empfehlung, ab und zu mit Spiegel üben und die eigene Haltung kontrollieren und wirklich mal bewusst darauf achten, wo befindet sich meine Hand und schauen, dass man das immer sehr ähnlich macht. Ja. Okay, nächster Punkt. Ein sehr umstrittener Punkt, aber ich finde persönlich diesen Punkt wahnsinnig wichtig. Und zwar ist es das Ankern. Viele Gitarristen, vor allem in der Klassik, machen das nicht. Aber ich würde jetzt auch die klassische Musik oder die klassische Gitarrentechnik nicht vergleichen mit dem, was ich hier mache, mit Rock, Pop, vielleicht leicht jazzig, bluesig, Country. Das sind doch irgendwie zwei Paar Schuhe. Ja, die Gitarre funktioniert an sich gleich, aber die Techniken sind einfach komplett andere. Und ich habe da schon die wildesten Geschichten aus dem Gitarrenunterricht gehört, dass Kinder oder Erwachsene irgendwie da richtig Ärger kriegen, wenn die den kleinen Finger oder irgendwie andere Finger an die Gitarrendecke legen oder an die hohe Saite. Und schau da einfach mal Gitarristen in diesem Bereich an, in dem ich jetzt gerade gesprochen habe, Rock, Pop, Country, Folk, Blues und so weiter. Da hat jeder so ein kleines bisschen andere Technik und alles, was funktioniert, ist erlaubt. Und es ist kein Zufall, dass der Großteil der Gitarristen in irgendeiner Weise ankert. Einer meiner Vorbilder ist Tommy Emanuel, ein wahnsinnig guter Akustikgitarrist. Und der spricht die ganze Zeit davon, dass man ankern sollte, weil man dann einfach diesen Referenzpunkt hat. Wenn ich beim Spielen, und das hat übrigens auch einen Grund, warum meine Gitarre hier so aufgeraut ist, ja, weil ich halt hier mit meinen Fingern immer wieder bin. Das heißt, wenn ich diese Grundposition habe, dass mein kleiner Finger, beziehungsweise in dem Fall jetzt auch der Ringfinger, hier leicht auf der Gitarrendecke liegen, dann kann ich von da aus natürlich die Saiten viel besser treffen, als wenn ich das einfach so aus der Luft mache. Ja? Und ich persönlich, das soll jetzt auch keine Ankerlesson werden, aber ich persönlich mache das total gern, wenn die hohe E-Seite nicht mitgespielt wird, dass ich quasi meinen kleinen Finger hier auf die Decke lege, manchmal auch den Ringfinger, je nachdem was ich spiele, und dass ich hier ganz leicht an die hohe E-Seite anstoße. Und dann habe ich zum einen die hohe E-Seite abgedämpft, wenn sie nicht mitklingen soll, und ich habe eben auch diese Referenz, wo sich meine Finger oder meine Hand befindet.
Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Was zum Ankern total hilfreich ist, das verstehen manche falsch oder wird immer wieder ein bisschen falsch aufgefasst. Ankern heißt jetzt nicht, dass das bombenfest ist. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, zack, da ist die Position und von der bewege ich mich nicht mehr weg, weil dann hat man ja sofort hier Spannung drin und das will man nicht haben. Das heißt, es ist bei mir ein sehr flexibler Prozess. Ich spiele mal ein bisschen. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Abschlag mache, dann komme ich da meistens auch mit auf die, an die Decke ran. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich spiele jetzt so. Nee, das wird sich komisch anfühlen, sondern das ist flexibel. Ich hebe die Finger durchaus immer wieder von der Gitarrendecke hoch und das Ganze ist hier locker. Aber immer, wenn ich quasi den Basston spiele, habe ich hier kurz meine Finger drauf. Merkst du es? Weil ich dann eben die Referenz habe. Und in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, ist es völlig in Ordnung. Lass dir von niemandem einreden, Ankern sei schlecht oder macht man nicht oder nimmt dir die Flexibilität. Das stimmt nur, wenn man wirklich sagt, der Anker ist felsenfest und bewegt sich nicht mehr weg. Klar, aber wenn das so eine lockere, flexible Geschichte ist, dann ist es sehr hilfreich. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der auch immer wieder für ja, ein bisschen Aufsehen sorgt oder für Diskussionen sorgt, und zwar ist es Hinschauen. Ich habe letztens auf Instagram eine Nachricht bekommen von einer Mama, deren Kind im Gitarrenunterricht ist und der Lehrer verbietet dem Kind hinzuschauen auf die Schlaghand. Und ich weiß oder ich kann verstehen, wo der Lehrer hin will. Der will natürlich irgendwann, dass man nicht davon abhängig ist, hier hinzuschauen und dass man sich auch auf die linke Hand konzentrieren kann oder allgemein auf die Musik. Aber das ist auch so ein Ding, das vielleicht auch aus der Klassik kommt, wo man oft in den Noten drin hängt und das Notenbild lesen soll. Und es kann auch funktionieren, aber ich habe gemerkt, auch bei meinen Schülern, es ist eine Abkürzung, wenn man sich das eben schon erlaubt hinzuschauen und irgendwann aber dann auch wieder davon weggeht. Aber es ist doch auch ganz logisch, dass wenn ich hier hinschaue und mir die Abstände einpräge, dass das irgendwann dann abgespeichert ist und dann kann ich auch wieder meinen Blick woanders hinschweifen lassen. Aber um das zu automatisieren und um das reinzukriegen, ist doch ganz logisch hinzuschauen. Man muss sich das mal vorstellen, keine Ahnung, wenn man eine Ausbildung zum Koch macht oder so und es geht um Gemüseschnibbeln, ich weiß es nicht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man von Anfang an nicht hinschauen darf und dann nimmt man halt in Kauf, dass man sich einen Finger abschneidet. Das ist doch ein absoluter Blödsinn, sondern man schaut erst mal hin und macht es und irgendwann läuft es natürlich automatisch. Aber es ist das Logischste von der Welt, dass man sagt, ich schaue mir das Ganze erst mal an, speichert mir die Abstände ein und dann kann ich mich auch wieder davon lösen. Ja, also das war bei mir der Weg, der funktioniert hat. Ich habe am Anfang natürlich immer wieder hingeschaut, wenn ich die Saiten nicht getroffen habe. Und irgendwann hat man es einfach so drin. Und zusätzlich mit dem Ankern war es dann bei mir so, dass man dann auch wieder loslassen kann und seinen Blick woanders hinschweifen lassen kann. Also ich würde das alles nicht zu streng und zu eng sehen. Es gibt hier kein richtig oder falsch oder die eine Wahrheit, sondern da führen ganz viele verschiedene Wege zum Ziel. Und mich nervt es einfach, wenn man irgendwie hört, nö, das darf man auf gar keinen Fall so machen. Das stimmt einfach nicht. Okay, so, dann kommen wir zur Übung. Wie kann ich das Ganze jetzt üben? Also, diese Punkte, die ich angesprochen habe, kannst du jetzt bei der Übung dann anwenden. Grundlage für unsere Übung ist eine einfache Akkordfolge mit so einem typischen Cowboy-Rhythmus. Ich spiele es mal kurz ab. Wir haben die Akkorde G, Dora, dann haben wir A-Moll, C, G und D. Und dann geht es von vorne los. Okay, also das ist die Akkordfolge. So, und das war jetzt übrigens auch das Playback, das ich erstellt habe, zu dem wir dann die Übung dazu machen können. Ich werde die Übung in zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade einteilen. Und du kriegst dieses Playback auf meiner Lernplattform, du kriegst auch die Tabulatur dazu auf meiner Lernplattform. Da kann man sich einen Account anlegen, dazu braucht man nur die E-Mail-Adresse und seinen Namen. Und
muss kein Geld dafür bezahlen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Solltest du schon auf meiner Plattform einen Account haben, dann findest du die Lesson unter YouTube Lessons mit Material ganz oben. Okay, also Übung Nummer 1. Beziehungsweise bevor wir Übung Nummer 1 machen, zeige ich einmal diesen Rhythmus. Also wir spielen quasi, es ist im Shuffle-Rhythmus. Also da, 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 da. Ja, wir spielen einen Achtelnoten-Rhythmus und die Achtelnoten sind nicht gerade, also nicht 1 und 2 und, sondern 1 und 2 und da, 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 da. Aber verlass dich da ein bisschen auf dein Gefühl. Ich glaube, man kann das ganz gut nach Gehör machen. So, und dann sind die Akkorde G-Dur. Da spiele ich jetzt ab, 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 auf, ab, auf. Ja, also 1, 2, 3 und 4 und. Das ist ein Takt und der Takt wird immer wiederholt. Das ist das Schlagmuster. Ich mach mal G. Und das dann mit den anderen Akkorden. A-Moll. C. G-Dur. Und D-Dur. So, das ist jetzt quasi die Akkordbasis und die rhythmische Basis. Und jetzt gehen wir her, und es klingt erstmal total simpel, vom Prinzip her ist es auch, wir spielen jetzt immer auf die 1 den Basston des jeweiligen Akkords an, also den Grundton. Und ansonsten lassen wir alles gleich. Das heißt, ich mache jetzt beim G folgendes. D. Also beim G ist es klar, die tiefe E-Seite hier im dritten Punkt gegriffen. Dann beim D-Akkord ist es die D-Seite. Und da haben wir jetzt schon die erste Schwierigkeit, weil ich muss von der tiefen E-Seite, die ich gezielt angespielt habe, jetzt die D-Seite treffen, ohne auf die A-Seite zu kommen. Und ich mache das jetzt, wie gesagt, wieder hier mit dem Ankern und beachte die Sachen, deine Haltung immer gleich, schau gerne hin, Anker, probier dich aus, dass du die Seiten eben triffst. Boah, schau, jetzt habe ich nicht aufgepasst, war nicht konzentriert. Also nochmal. G. Dann Dora. Dann kommt A-Moll. Da ist es die leere A-Seite. Dann C-Dur. Da ist es auch die A-Seite, aber ich greife sie jetzt hier. Und G-Dur. Und D-Dur. Und natürlich funktioniert das jetzt nicht gleich zum Playback und das sollte auch nicht der Ansatz sein. Nimm dir da Zeit, stückel dir das in kleine Bereiche, so wie es für dich sinnvoll ist. Also wenn du Probleme hast, von G zum D zum Wechseln, dann mach das erstmal eine Zeit lang. Dann geh her und mach das so. Viel langsamer auch gerne. Und bau dir das nach und nach zusammen. Und erst wenn das funktioniert, dann würde ich dir empfehlen, herzugehen und das zum Playback zu üben. Und ich würde dir aber auch nicht empfehlen, das zu überspringen, weil das Gute am Playback ist, dass du ja gezwungen bist zu wechseln. Da wartet niemand auf dich. Das habe ich festgestellt, das ist eine Sache, die ganz oft gemacht wird, wenn man ohne Metronom, ohne Playback und ohne alles übt. Man lässt sich gerne die Zeit, die man braucht, und man ist halt nicht gezwungen, schnell zu wechseln. Und das ist schon ein Vorteil beim Playback, deswegen würde ich das auch machen. Ja. Also, Backing Track haue ich mal rein und ich mache es einmal dazu. Das wäre die erste Stufe, um hier wirklich gezielt die einzelnen Basstöne anzuspielen. Und du wirst merken, wenn du die Übung mal 2 Wochen oder so durchziehst, jeden Tag 5 Minuten, das bewirkt Wunder. Gut, dann zeige ich noch die zweite Stufe. Die zweite Stufe beinhaltet eigentlich nur eine Änderung. Und zwar spiele ich jetzt auf die Zählzeit 3 den Wechselbasston vom jeweiligen Akkord. Was meine ich damit? Wenn ich G-Dur habe, ist hier mein Grundton. Ja, 1, 2 und jetzt kommt die 3 und jetzt spiele ich den Wechselbasston, das ist die leere D-Seite. Klingt dann so. Ich zähle mal mit. 1, 2, 3.
3 und 4 und 1, 2, 3 und 4 und. So, und jetzt mache ich dasselbe beim D-Dur-Akkord. Da ist jetzt D der Grundton. Das heißt, wir haben jetzt gerade mit dem Wechselbasston D aufgehört und jetzt ist es auf einmal der Grundton vom neuen Akkord. Das heißt, das D kommt dann nochmal. D und der Wechselbasston vom D ist die leere A-Seite. Das ist immer die Quinte vom Akkord. Dann haben wir A-Moll. Da ist der Wechselbasston die leere E-Seite. Dann haben wir C-Dur. Da ist der Wechselbasston G. Das heißt, ich muss den Ringfinger auf die tiefe Seite, also quasi auf die darunterliegende Seite stellen. Wenn man drauf schaut, ist eigentlich die darüberliegende, aber tonal ist es die darunterliegende Seite. Das heißt C mit Wechselbasston. Und da wir jetzt beide Akkorde nur einen Takt haben, ist das natürlich schon ein bisschen stressiger. Ich mach mal. Und G-Dur, da war ja die D-Seite der Wechselbass und dann kommt wieder D-Dur. Ja, und das erfordert natürlich ein bisschen mehr Übung, ist aber dann auch echt, also das ist die Übung, um das gezielte Anspielen der Saiten zu trainieren. Ich mache das einmal hier zu diesem Playback. Du wirst das gleich hören. Wenn du den Stil cool findest und vielleicht gerne ein paar Inspirationen hättest, wie man die Übergänge zwischen den Akkorden besser gestalten kann, dann würde ich dir das Video hier empfehlen. Ansonsten freue ich mich, wenn du das Video mit Freunden und Bekannten teilst, für die das auch interessant sein könnte. Gerne Daumen nach oben, netten Kommentar, lass mich wissen, ob dir das Video gefallen hat. Ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich nächsten Freitag. Ciao!